Ein Verständnis von Freiheit, das sich am einzelnen Menschen und seinem einzigen Leben orientiert, ist das Vermächtnis Europas. Bis vor wenigen Jahren konnte man glauben, Freiheit und Demokratie würden die politische Zukunft der Menschheit bestimmen. Der technische Fortschritt werde es möglich machen, das Elend der Massen zu beseitigen. Was am Anfang des 21. Jahrhunderts überall herrscht, ist die Freiheit der Zirkulation. Allein das Geld und die Nachrichten darüber bewegen sich uneingeschränkt über den Erdball. Das Gesetz der Akkumulation von Kapital synchronisiert die Gesellschaften der Welt. Das Zeichen für den Siegeszug dieser Ökonomie ist die prestigeträchtige Marke. Ihr Logo verziert auch die Schuhe derer, die sich zum Widerstand versammeln. Keiner denkt wie der andere, aber alle wollen immer mehr. Im globalen Kapitalismus wird so Demokratie zur Marketingstrategie für mehr Effizienz und eine höhere Produktivität. Zivilisation überhaupt entwickelt sich entlang einer bestimmten Logik der von ihr verwendeten Symbole. Kunst ist ein Mittel, um das Funktionieren dieser Logik offenzulegen. Nötig ist eine Ästhetik des Widerstands. In einer Gesellschaft, die scheinbar alles im Griff hat, weil eine bestimmte Auffassung von Wissenschaft die Macht strukturiert, setzt diese Ästhetik auf den Zufall als Verbündeten. Where exists a virtual space of independent brainity to make a bonfire and experimental theory and practice of art today involving social aspects? The world is full of mysteries. But for those mysteries, the solution is the man. Zeige deine Wunde. Jeder Mensch ist ein Künstler. The social organism is an artwork. Joseph Beuys says, every position of material and material is in every sign of what you can do in art. And every forming position in plastic, believe in what is inside. Do what you think about the world and material. People today study art and then going maybe to day life and dying life of people in hospitals or in hospice and learn how to come art in a social way to have new ideas. And that is what I learned from my teacher Joseph Beuys, that I went not in the art market, went to a school to teach young pupils, girls and boys, how to relate it in the society with these acts of terminations, like in the way of 72 and 74 with big destroying and destruction war in Vietnam by the American government. We have to look to our wounds, to our breaks, to our crashes inside and outside, and in the social involvement, what comes inside. Mm-hmm.